Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, Hallo. Der Jasmin ist auch mit dabei. Ja, na sichi. Und der Blutmond hat ja die ein oder andere sichtbare Folge hinterlassen. Ein oder andere? Das ist zerstört hier alles. Da müssen wir halt ein bisschen reparieren. Ist ja lustig, ein bisschen. Die eine Fackel schwebt, ist mir gar nicht aufgefallen. Dein Humor gefällt mir. Ja, ein bisschen, ne? So ein, zwei Hämmerchen und ein bisschen Nägel. Dann zeig mal, wie schnell du damit gleich fertig bist. Das sieht doch aus wie neu hier. Aber nicht meine Hütte abreißen, ne? Deine Hütte? Na, ich will den Schuppen machen. Ach so, ja. Du kannst den Schuppen abreißen. Und ich mach mal hier alles wieder schicki. Schicki-micki. Oh, hier ist aber überall, ne? Die sind überall. Die sind hinten, vorne, oben ist kaputt von dem Polizisten, der da gespuckt hat. Wie haben die denn da ein Loch reingekriegt? Weiß nicht, was die für einen Auftrag hatten diesmal. Der Geier vielleicht? Ja, das kann auch sein. Ja, weiß der Geier. Ah. Weiß der Geier oder weiß das nicht, Jasmin? Der hat ja auch ganz schön seine Speise gedreht da oben. Ja. So, ich muss was essen. Was hab ich denn hier? Oh, ich muss auch essen. Robotikhammer? Warum hab ich denn den Ach so, der war bestimmt in, Ich hab noch so einen Robotikhammer. Da, ist das so ein Schubser? Ja. Geil. Der war bestimmt in so einem Dings drinne. Da müssen wir mal gucken, was war... Oh, was war da, wo wir den noch hinstellen können. Oder... Andere Seite, Schubser immer hin und her. Der Grundgedanke ist witzig, aber... Nee, hast du unseren Robotikhammer aufgenommen? Weil der da hinten ist weg. Ja, dann ist das der. Ah nee, den hab ich, der ist kaputt. Hä? Ja, was denn nur? Den hab ich. Ja, also, gut. Dann hab ich auch einen. Ja. Müssen wir nur mal gucken, ob die, ob die auch synchron funktionieren oder ob da, also ob, wenn jeder von uns einpflanzt. Schön pflanzen und gießen den Hammer, ne? Damit er schön wächst. Ja, damit das mal ein ganz großer Vorschlaghammer wird. Ne, müssen wir mal schauen, wenn wir beide einsetzen, ob das geht oder ob dann wieder einer deaktiviert wird. Ach so, ja, wie mit dem anderen Ding da, ne? Ja. Leider ja. Steht hier immer noch auf einem so ein Ding. Hier scheint alles cool zu sein in der Werkstatt. Ja, irgendwie wollten die auch hier lang. So. Ja, wir brauchen unbedingt Brechsand, ne? Hab ich doch gesammelt. Mehr. Damit wir hier alles betonieren können. Ah, yay! Woo. Ich verpasse alles. Ja, sie ist voll in sich zusammengebrochen. Geil. Können wir alles abbauen hier. Oh, ich hab's nicht gesehen. Wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Wie ein Kartenhaus fällt es in sich zusammen. Ja. Autsch. Hier, wo der Dicke explodiert ist, ne, da ist ein bisschen mehr kaputt. Ja. Also selbst der... Der hat ganz schön Schaden gemacht, ey. Selbst der Beton hat hier ordentlich was abgekriegt. Mhm. Mai, oh mai. Da heißt es immer, Beton hält für die Ewigkeit. Verschwörungstheorie, Jasmin. Verschwörungstheorie. Muss auch weg. Ja. Weiß gar nicht, habe ich auf der Treppe schon repariert bestimmt, ne? Aber habe ich die Treppe schon repariert? Ich weiß nicht. Oh. So weit sind wir noch nicht, dass wir das hier alles betonieren können. Dafür haben wir nicht genug Beton. Alter. Was denn? Hätte ich hier nicht betoniert, ne, wären die Steine wieder weg gewesen.
als ja, der hier geplatzt ist. Ja, die haben ganz schön Schaden gemacht, ey. Ja. Und neue Klingenfallen müssen wir bauen, definitiv. Und mehr. Mehr. Mehr, immer mehr. Größenwahn. Lebt sich aus. So, wie sah das hier aus? Ah, ja. So sah das aus. Gib mir doch mal hier die Stufe. Die da. Nee, warte. So. Oha. Die haben aber ganz schön geblütet hier, ne? Dann kann man hier schön die Mauer weitermachen, ne? Einmal bis daran. Die Mauer? Na, hier die Holzblöcke. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss... Kann man die doch da anschließend an der Stütze hier machen, da wo du schon Hartz angebaut vier? Hast, oder ne? Mal beim Jobcenter nachfragen, ob das möglich ist. Na Mensch. Du weißt, was ich meine. Hoffe ich. Bürgergeld. Nee, ich weiß, was du meinst. Ist das jetzt hier noch der Schuppen? Ja. Nicht, dass ich hier gleich irgendwas kaputt mache, was da nicht. Aber der Schuppen war ja eins alleine, ne? Da hing ja jetzt nichts mit dran von uns. Nö, eigentlich haben wir am Schuppen nichts angebaut. Okay. In der Theorie. Hier war doch eben. Ja, man könnte hier noch sagen, wegen der Optik. Dann muss man da anbauen. Aber dann müsste ich das hier ja auch wegnehmen. Das würde ja doof aussehen, ne? Oha, hier ist noch eine Kiste, die wir noch nicht gesehen haben. Da oben fliegt ein Geier. Und von hier unten sehe ich seine Füße. Aber kommt der zu mir oder zu dir? Nee, die kreisen beide über unsere Bude. Weiß nicht, was die haben. Vielleicht sind das normale Vögel. Kannst du mal einmal herkommen? Achso, ja. Nee. Okay, denn nicht. Ja, aber kannst trotzdem gleich mal kurz herkommen. Ja, kleinen Moment, ich hol mir mal den Vogel hier, ne? Ah, ich sehe ihn. Oh, au, ah, ah. Scheiße. Oh, verdammt. Das tut weh. Jasmin, mein Bein ist gebrochen. Nee. Ja. Warum? Ich bin vielleicht bei gegebenen Reparaturdenkungsarbeiten runtergefallen in die Stacheldings. In die Stachelfalle. Geil. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen Brainstorming betreiben. Bist du noch da? Ja. Achso, kümmerst du dich noch um die Dings oder was? Was ist denn die Dings? Na, hier die Krähen da, die Vögel, die Geier. Ja, einen habe ich weg von zwei. Der andere ist nicht mehr da. Wollte ich was fragen gleich. Ja, was denn? Nee, du musst gleich gucken. Warte. Vogel! Habe ich. So, erstmal hier die Frischalien, ne? Noch, hier ist doch noch ein Vogel. Huch, ich bin hier in mein Loch gefallen, ja. Ich habe jetzt nichts Besseres. So. Vogel! Komm her! Oh, hier, guck mal, Jasmin, ein Papagei, nur für dich. Er ist gestorben, nein. Du musst ihn beerdigen. Mhm. Schmeiß ich Erde auf die Scheiße. Nein. Jasmin! Ja. Hier ist eine Krähe abgestürzt. Hier, ich... Guck mal kurz. Ja. Ich dachte, wir gehen denn hier, von dem hier... Warte. Weiter so? Ja. Bis hier, nee, warte mal. Ein Schritt zurück. Bis hier. Oh, falsche Taste. Und dann so. Ja.
Und die würde ich hier zumachen. Ja, wir müssen irgendwie einen kleinen Weg machen, dass die von hinten nach vorne quasi durchgehen. Also wir müssen hier mal wie so einen kleinen Flur machen, weißt du? Ja, oder so. Dann machst du hier, ja. Damit ja, bis die, vorne, ne? Genau, damit die das nicht immer kaputt hauen. Ja, ja. Aber bis hier würde ich dann ran. Ja. Ja, nur, dass die halt dem Flur folgen, denn, ne? Wäre jetzt den Schrank abbauen hier. Wäre jetzt mein Gedanke. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du das auch gedankst. Ja, aber dann muss ich ja den Schrank hier abbauen. Hm, hallo? Von dem... Da ist doch nichts drin, ne? Nee. Weißt du, Wayne, da kommt doch kein Loot. Aber da drunter ist eine Kiste. Ja, aber da kommt doch auch kein Loot mehr, oder? Doch, habe ich eben gerade Blei. Oh. Deswegen, das ist... Oder ich mach das anders. Thomas? Ja. Ich gehe hier dann ran einfach. Ich baue hier, ich räume hier erstmal auf. Ja, das mach mal. Alter, war ich hier oben aber viel kaputt. So, das haben wir schon mal. Dann können wir uns nach und nach hier zu einer Betonkuhle umfunktionieren. Ja, ich muss jetzt hier erstmal gleich eine Mauer machen. Bisschen habe ich ja noch. Nicht, dass sie gleich kommen. Und hier Tag der offenen Tür und so. Sightseeing. Ja. Welcome to my house. Ja, ungerne. Das ist denn hier wie diese Sendung früher aus Amerika, wo die reichen Leute ihre Luxusvillen mit 18 Bädern, die nicht benutzt sind, und 6 Küchen, die auch nicht benutzt sind. Vor allem, wer putzt das? Ja, Putzfrauen. Wenn du so viel Geld hast, dass du so ein Haus hast, ja. Putzfrauen. Das stimmt. Oder Putzmänner. Oder Putzdiverse. Irgendwas mit Putz. Reinigungsfachkräfte. Ja. Mhm. So. Das habe ich jetzt gut umschrieben, ne? Reinigungsfachkräfte ist sogar der offizielle Begriff. Ja. Und ist sogar Unisex. Warte mal, jetzt muss ich mal einmal hier. So, die kloppen ja hier immer die Treppe kaputt. Dann fangen wir hier an zu betonieren. Und arbeiten hoch, so weit wie wir kommen. Vielleicht lassen die das denn, weißt du? Ah. Vielleicht. Oder, was ja auch sein kann, wir haben auf den Dicken geschossen und der ist hier geplatzt. Ja, das kann auch sein, ich weiß es nicht. Meinst du, wenn wir da, wo wir Blutmond betreiben, ne? Mhm. In unsere Defense-Kammer. Wenn wir die betonieren, könnte das für das Holz darunter zu schwer sein? Weiß nicht. Oh, eigentlich nicht, ne? Ich betoniere hier ja auch die Treppe die ganze Zeit. Und Stein auf Holz und so. Aber ich kann ja die Wände schon mal steinigen. Die ungläubigen Wände. Hier mal hier das, was die angegriffen haben. Zwei Samen nur. Aber ich wollte das ja eh mit hochnehmen, ne? So, eins. Ja. So, wir sind erstmal wieder sicher. Halbwegs. Ja. Machst du jetzt den Tunnel da eigentlich? Also den Flur? Nee, noch nicht. Ich wollte einmal hier noch die Bude ein bisschen aufwerten. Und das Gemüse nach oben bringen. Mhm. Hier den Mais, der im Flur war, weißt du? Mhm. Tja, in unserem botanischen Garten.
Da. Da sind schon mal zwei Maischaben hier. Einer fehlt. So. Dann haben wir das. Ja gut, später wollten wir ja sowieso hier oben noch den Garten wieder versetzen. Aber das machen wir später, ne? Mhm. Kann ich denn Pilz haben? Ja, Leben habe ich. Pilzsporen. Einen habe ich nur gekriegt, das ist ja frech. Hm. Das ist ja frech. Das gibt eine Klage gegenüber der Hersteller. Der Entwickler. So. Kürbis. So. Auch nur einsam. Was ist denn los? Das ist ja skurril. Einsam. Bleibt einer. Bleibt einer. Zwei. Drei. Vier. Ich habe nur vier Kartoffelsamen bekommen. Hm. Oh, da habe ich gar nichts angepflanzt. Ach. Ja, ich habe Agrarwissenschaft studiert. Ich weiß, wie der Bambus wächst. Ich habe schon wieder vergessen. 1, 2, 3, 4. Oh, hier haben die auch irgendwas kaputt gemacht. Alter. Hier, unsere Stützbalken. Welche? Die unter der Werkstatt? Ja, hier. Da, wo die Fressalienboxen und so sind. Ach du Schande. Ja. Habe ich jetzt mal aufgewertet wieder. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas machen können, dass die da nicht so beigehen können. Vielleicht da noch eine Mauer vorsetzen. Ja. Eine Mauer vor. Oder die Stein halt machen, ne? Ja, eine Mauer wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Dass die nicht das Gefühl haben, die können da durch, ne? Ja, ja. Na, hier haben wir auch versucht reinzukommen. Die Schlawiner! Hier nehme ich gerade einmal rum. Hier ist ganz schön viel Schrott. Der Plumpsack geht rum. Kinder, dreht euch nicht um. Wer sich umdreht oder lacht. Ich von Jasmin die Hucke voll gemacht. Wow, Alter. Wie sind die denn hier durchgekommen? Durch die Tür. Nee, weil hier die Fallen alle sind. Und hier voll viel kaputt gemacht. Also Schaden war. Ist das vielleicht schon älterer Schaden? Nee, nicht. Hm. Na hier, die Dings auch. Liegt das im Bereich des Möglichen? Sie glauben, diese Geschichte ist frei erfunden? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie ist wahr. Mein Name ist Jonathan Hanks. Hanks? Wie hieß denn der? Hanks? Ja, ich glaube, Hengst habe ich verstanden. Hengst, ja. Mein Name ist Jonathan Hengst. Unter anderem findet ihr Filme von mir unter Porn... Was? Aha. Was für eine Seite habe ich noch nie von gehört? Ich bin artig. Ich gehe jeden Montag in die Kirche. Die Steine sind auch schon beschädigt. Also in Pflasterstein, finde ich, sieht das nicht so schön aus. Wieso will denn der Eisen haben? Du? Ach, wegen der Treppe und von der Rückseite habe ich da Boxen. Ja, Wegfindung. Wir lassen da erstmal Holz.
Müssen wir die Leiter später nochmal abreißen, neu bauen. Obwohl, kann ich ja gleich machen, ne? Also, ach, hier ist eine Fliege auf meinem Bildschirm. Ja, lass ich die Decke erstmal in Holz. Das ist ja auch Deckenhöhe, ne? So. Ich kann doch einfach zwischen den Balken, wo die Lücke ist, kann ich doch einfach die Dings machen, oder? Die Holzblöcke, dann ist das auch zu wie eine Mauer. Was? Achso, ja gut, aber kloppen die denn trotzdem ein? Auf jeden Fall haben wir mehr Stabilität. Wenn sie gegenschlagen, ist egal, ne? Ja. Sag ich mal. Soll ich das machen? Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt. Wieso kann ich denn die Leiter nicht kopieren? Ach, weil das eine direkte Holzleiter war. Warte mal. Tja. Erstmal das. Ja. Ja. Das passt. So, Sand. Wo hast du denn Sand überhaupt reingepackt? Können wir hier... Oh, hier ist ja noch ein Haufen Holz drin. Verdammt. Patronenhülse. Messing und Lehm. Oh, wir haben noch gar kein Lehm eingeschmolzen. Aber ja auch genug, ne? Ja. Erstmal. Aber wir haben unten haben wir noch Lehm, aber da ist kein Messing. Oh. Oh. Holz. Das ist ja eine Wucht. Hier ist Messing drin, auch kein Lehm. Hä? Hä? B. Du. Versuch die mal alle so ein bisschen gleichmäßig zu füllen. Hier noch mal ein bisschen Messing rein. So. Das passt schon. Jetzt kann ich gar nicht mehr so viel aufwerten. Ich weiß nicht, ob sie die Wandborne schädigen. Komme ich da überhaupt mal hin? Der Plumpster Atoll. Da will ich nicht runterfallen. Ja, die Wand könnte man schon aufwerten, aber die ist ja erstmal noch unwichtig. Die ist ja nur, damit da keiner hochgeht. Jasmin, ich baue dir ein Schloss aus Stein. Ja, ich habe jetzt hier... Da kannst du leben wie ein Prinz. Und ich bin deine Königin. Aha. Jetzt ist die Leiter wieder. Oh. Muss ich mal gucken hier. Nicht, dass diese in hier reingehen.
Wir müssen mal gucken, wo dieses Wüstengebiet ist. Und ich will diesen verdammten Erdbohrer finden. Damit wir da nicht noch weiter Probleme haben. Also, dass wir da ein bisschen schneller sammeln können. Und vorzugsweise auch einen Haufen Erde finden. Ja. Hier machen wir immer noch Eisen. Hier scheitert es am Messing, genau, das war's. Brauchen wir noch mehr Eisen? Oh. Denn ist das Eisen alle? Können wir einmal hier durchsortieren. Waffen und Munition. Fressalien, Zubehör, ne? Zubehörspeisen. Jetzt wieder hier rein. Au. Das für oben. So. Jetzt haben wir nur noch Stein in der Tasche und die Knarre. Müsste jetzt aber hier so erstmal gut sein. Meinst du? Ja, musst du mal gucken. Ja, ich bin gleich soweit. So, das behalte ich erstmal noch. So, einmal zu der Öfen. Obwohl ich eigentlich das wegnehmen würde und hier den Gang machen würde, dann würde das genau... Ne, das geht ja auch nicht, dann kommen wir nicht mehr rein. Nur Treppe hier. Ich mach das jetzt erstmal zu hier hinten. Weil wir können hier gar keinen Gang machen, weil dann kommen wir nicht mehr hoch an eine Treppe. Ja gut, dafür könnten wir eine Lösung finden, ne? Ich mach erstmal zu. Wir könnten ja eine Leiter, also wenn wir einen Gang haben, eine Leiter, dass wir so hochspringen, wie wir das an der Basis machen, um über den Gang zu kommen. Vielleicht. Aber wenn da zu ist, dann kommen die doch da auch nicht lang, wenn jetzt alles eine Ebene so gesehen hat. Oder? Naja, dann prügeln die sich sonst wieder durch. Weiß nicht. Da kommt schon irgendwo einer. Das ist die Schreierin. Oh ja, wir haben ja viele, ich habe alle Öfen an. Alle vier. Scheiße, sie hat geschrien. Und da kommt schon der nächste da hinten. Von welcher Richtung kommt die denn? Oh oh. Oh ja. Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Er schaut gegen den Dings. Wo haut der gegen? In die Tür, der Trottel. Ja, auf. Und hier eine Mauer haut er wieder gegen. Hinten? Ja, der hat eben da, wo du wieder Heile gemacht hast, da hat er gerade gegengehauen. Jetzt kommt er hoch. Wo ist denn die Schreierin? Ist die nicht noch mehr hoch? Die habe ich schon getötet. Die suche ich die ganze Zeit. Nee, die habe ich schon platt gemacht. Deswegen habe ich auch hier die Waffe genommen. Dann nehme ich auch den Bogen. Ja, Moment, Jasmin. Ich muss erstmal meine Waffen reparieren. Wieso hält denn der so viel aus? Auf was schießt du denn? Eben habe ich auf den Zombie geschossen.
Auf was schießt du jetzt? Zombie! Hat das einen Fehler bei mir? Ist da ja, keiner mehr? Da ist keiner. Ich denke, was macht ich? Ich habe mich schon gewundert, warum der so viel aushält. Der zuckt da nämlich noch. Schießt da in einer Tour ins Nix. Ich so, hä, was macht die da mit ihren Pfeilen? Die sind aber schnell heute. Da ist sie hingefallen, Jasmin. Du musst mal die Krankenschwester verarzten. Mach ich mit dem Pfeil hoch. Ich hab sie anal penetriert mit meinem Pfeil. Entschuldigung, das wollte ich so gar nicht sagen. Wer sie zuerst trifft. Pistolen zählen nicht. Jasmin, du schummelst. Toll. Hm. So werde ich hier hintergangen, Jasmin. So werde ich hier hintergangen. So, das. Oh, ich muss mal was essen. Was ist das hier? Ravioli, so, die nehme ich mal. Klinkenfalle. Oben hab ich. Ach, Kacke. Ich könnte jetzt maximal nur eine Klingenfalle machen, weil wir nicht genug geschmiedeten Stahl haben. Ich hab noch hier aus. Warte mal. Hier. Zwei habe ich hier. Hier. Danke. Hab ich von dem gelben Rucksack gekriegt. Na, dann haben wir zumindest schon mal eine wieder unten. Ist vielleicht nicht verkehrt. Dann brauchen wir mechanische und elektrische 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19. Nee, da kommen nur 8, Jasmin. 13 Öl. Witzig, du bist so witzig. Darf ich hier links mal ran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. So. Und noch einmal 10 Eisen waren das, glaube ich. Wofür sind denn hier eigentlich Stahlwerkzeugteile? Um dir Stahlwerkzeug zu machen. Oh, waren 13. Da. Wunderschön. Ich hätte jetzt nochmal Messing für den Ofen. Nee, habe ich nicht. Ist noch nicht fertig. Reparaturkits hast du ja gemacht. Ja, aber die sind auch schon wieder fast leer. 1, 2. So. Bei dem würde ich einmal hier heile mache. Das Leder schon mal voll. Ich warte, bis die voll aufgebraucht ist. Ich laufe hier die ganze Zeit mit dem Ding rum. Ach, Jasmin, ich bin doch deppert. Weiß ich. Jasmin, bitte. Danke. Was soll ich sagen, dass ich deppert bin? Das ist deppert. Was sollen meine Eltern davon denken? Ne? Ach, die denken sich da nichts bei. Was? Oh, falsch. So, 88 Schrotflinten habe ich auch noch gekriegt, hier, ey. Oh, geil. Schnell weg sortieren hier. Den behalte ich auch, das Trinken. Ja. Willst du den Robotikhammer nehmen, mal? Ja, gib her, ich räume den weg. Ja. Ich pack den erstmal in die Kiste, ne? Mhm. Diese Eisen habe ich ja auch eben noch gesammelt. Ich wurde von einer Kerze aufgehalten. Von der Schwebenden? Ja. Sie war einfach zu mächtig für mich. So mächtig, also meine... wie heißt das hier? Periode?
Taschenlampe brauche ich auch nicht. Achso, Taschenlampe, ja, ja. Kein Platz mehr da drin. Haha. Na gut, dann muss sie doch drinnen bleiben, weil ich habe keinen Platz, sie wegzuräumen. Oh, jetzt habe ich den Hammer ausgepackt. Du bist Hammer. Oh. Gibt sogar Kettensägen. Kettensägen? Ja, kannst du sogar machen. Brauchst einen Bauplan für. Chainsaw Massacre. Dann brauchst du überall diesen roten Motor und Stahl. Roten Motor und Stahl. Ja gut, wir haben weder rote Motoren noch haben wir Stahl. Und fürs Auto brauchen wir später auch einen roten Motor. Hast du eigentlich mein Fahrrad wieder mitgebracht? Soll nämlich Ferrari werden. Oben in der Werkstatt. Okay. Also ja. Nein. Habe ich nicht gesehen. So weit hinten. Nee, da komme ich nicht hin. So, was machst du jetzt? Das ist auch, glaube ich, schon im Schneegebiet. Ja, ja, das ist Schneegebiet. Ich scroll raus hier. Hier gibt es eine Sandlandschaft, aber wo ist denn diese Sandlandschaft? Ich weiß nicht. Ich würde mich einst auf die Suche begeben. Aber Sand ist ja bestimmt Hitze, ne? Würde ich behaupten. Wenn ja. Eis ist Kälte, dann ist Sand doch Wüste. Heiß. Wüste böse. Meistens so, ne? Ja, ich will nur gucken, was Kälte, Hitzewiderstand 9,9. Was hab ich? Aber ich kann noch ein Hemd dazu nehmen. Was? Ein T-Shirt. Ich kann mir ein T-Shirt anziehen. Hast du nicht gerade Hemd gesagt? Ja. Warum? Na, wenn ich ins Wärmegebiet gehe. Gibt es noch ein Getränk, das mich runterkühlt oder so? Weiß ich nicht, Kaffee vielleicht. Wasser? Durchfall? Wasserdurchfall. Wasserdurchfall. Durchfall wie Wasser. Ja, meistens so, wenn man Durchfall hat. Kaffee bringt Kältewiderstand. Der ist also gut im Schnee. Sag ich doch gerade. Abstockt. Ein Kältewiderstand. Aber hier drüben ist wieder alles neu, glaube ich. Hier drüben kannst du. Oder? Sah gerade so aus. Nee, doch nicht. Hä? Ja, gegen hitzewiderstandsmäßig haben wir leider nichts. Nee. Gut, dann nehme ich mir mal meine Mofa, wa? Was ist mit Tee? Nee, auch nicht. Ich probiere das einfach. Vielleicht braucht man auch gar nichts. Muss ich bestimmt vernünftig anziehen. Mit Sonnenhut. Und einen weißen Klecks auf der Nase. So, wo war ich? Jetzt habe ich schon wieder Essen vergessen. Ich könnte ja, warte mal, da ist das Krankenhaus. Hier ist Brandgebiet unten. Hier ist schon mehr Brand, dann wird der Brand bleiben. Vielleicht hier so? Nach oben habe ich wie viel? Ne, hier ist Schnee. Achso, warte mal. Hier ist auch noch Schnee? Oder vielleicht ist das auch, wenn ich ganz in den Süden fahre. Oh Gott, das geht ja noch weit in den Süden. Habe ich genug Trinken denn? Wahrscheinlich nicht. Du bist Löscher. Der Düstlöscher. Die lasse ich mal hier. Das und das nehme ich mit. Das brauche ich auch. Die lasse ich vorsichtshalber auch hier. So.
Dann würde ich sagen, der Bogen gefällt mir, ne? Also den würde ich schon... Der Bogen? Ja, den könnte man hier... dauerhaft einführen. Wie ein Rektalthermometer. Also wirklich, Patrick. Was denn? Reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Ich denk doch nur, sollen deine Fans von dir denken, die du hast? Ich denk doch einfach nur ärztlich. Ärztlich. Statt herzlich. Ärztlich, herzlich. Hier ist ein Tascher. So, aber diese Reise treten wir an in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon bei 40 Minuten, Jasmin, schon wieder. Umrennen die Zeit immer so. Ich weiß nicht. Ey, du kannst sogar... Wenn ich immer so rennen würde, ne? Du kannst sogar Erde reparieren mit Lehm. Ja, dann können wir das Loch zumachen. Ob das geht, glaube ich, weiß ich nicht. Meinst wieso? Nicht? Ach, mach das voll mit Kisten. Wir pflastern hier den Boden später. Okay. Würde ich sagen. Das war auch meine Wasserdings, weißt du? Lache. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.